Alter, die Waage nerven. Mit ihrem Geheul da im Hintergrund. Wo, 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 wo? Da. Der erste ist tot, da oben steht der nächste. Das ist aber ein kräftiger Ork. Ordentliche Statur. Da kommt ein Ork. Oh, da kommen mehrere Orks. Wo ein Ork schreit, sind die anderen nicht weit. Warum mache ich denn null Schaden nochmal? So, der erste ist tot. Ich helfe erstmal Eradan. Dann komme ich zu dir, mein Schatz. Okay, Andrea ist gefallen. Alter! Boah! Nein! Nicht sterben! Eradan ist gefangen. Super. Suboptimal ist das. Okay, jetzt konzentrieren sie sich auf Eradan. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Oh. So, da waren sie betäubt. Scheiße. Ich habe ein Kartenfragment bekommen. Die Frage ist nur, was soll ich damit anfangen? Ich kann ja jetzt Bilderrahm rufen. Ja, kann ich. Andrea! Oh mein Gott! Ja, wenn Eradan hier nicht mitkämpft, dann ist das extrem scheiße. Komm her, Andrea. Wow. Die Bogenschützen nerven. Nein! Ich brauch Leben. Nein, du brauchst keine Hilfe, Eradan. Okay, doch. Nein. Nein. Da kommen viel zu viele Orks. Das ist zu unbalanced. Hoch mit dir, mein Freund. Wir brauchen dich noch. Elbe, das war äußerst knapp. Attacke. Alter! Warum machen die so viel Damage? Dammit! Die machen so viel Damage! Alter, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe! Scheiße. Nein, nicht sterben. Tot und Level 17. Ich muss unbedingt mein Leben hochmachen. Was? Wo ich bin? Verarsch mich nicht. Verpopo mich nicht.
Der Kampf will auch nicht aufhören. Ich brauche Hilfe. Super. So, brauche ich hier gerade alle meine großen Federn, oder was? Nein, lass mich in Ruhe. Andrea, komm her. Nein. Ich bin tot. Toll. Das ist ja super. Der Kampf da ist so unbalanced. Da vorne, eine Patrouille. Wisst ihr was? Ich steig doch wieder auf mein Einhandschwert um. Ist mir ein bisschen lieber. Dann habe ich wenigstens mehr Rüstung. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Da oben, ein Bogenschütze! Seht her, sie haben einen Weg hier rausgefunden. Sie suchen Schutz im Unterholz. Sie laden! So, holen wir uns jetzt die ganzen Bogenschützen, bevor die anderen Orks kommen. Oh ja, genau. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich glaube, ich mache mit meinem jetzigen Schwert mehr Schaden als mit dem anderen. Was ein bisschen komisch ist. Vor allem, weil ich sie entzünden kann. Helf mir, Andriel. Du sollst mir helfen. Dankeschön. Genau das wollte ich haben. Ich bin schwer verletzt. Zu mir! Ich komme, Radan. Okay, Radan ist tot. Alter. That's really unbalanced. Kann ich dazu nur sagen. Nein. Nein. Lasst mich in Frieden. Was macht eigentlich Andriel? Schon. Du wirst uns doch nicht im Stich lassen, wenn wir das. Wo ist Andriel? Wo ist denn Andriel? Hä? Andriel? Andriel, mein Schatz. Ah. So. Hammer. Der ist tot. Wo ist Andriel? Das gibt's noch nicht. Oh, gib bloß weg. Ich brauche jetzt einen Adler. Oh. Der haut aber extrem rein mit dem Schaden. Mit dem Ansprinten. Ich bin schwer verletzt. Nicht möglich. So. Der ist tot. Backen die alle oder was?
Super, darf ich die jetzt alleine platt machen? Das kann noch ein bisschen dauern. So, der eine Ork ist down. Und da kommt auch schon der nächste. Da kommt auch noch mal einer. Bogenschützen sind auch noch da. Jetzt lasst mich in Frieden. Lasst mich in Frieden. Was er hat dann? Das war eine knappe Angelegenheit. Du hast meinen Dank. So, er hat dann lebt wieder. So, jetzt habe ich nur noch eine einzige große Feder. Ich kommentiere jetzt nicht so viel, weil ich gerade sehr konzentriert bin. Sehr konzentriert bei der Arbeit. Gut, er war da. Wo ist Andriel, Mensch? Ja, hilf ihm, du bist der Letzte. So, der ist tot. Endlich. Ah, wie der mich einfach immer umrennt. So, tot. Jetzt holen wir uns jetzt noch die letzten zwei. Dann habe ich es hoffentlich. Drei. Rennt nicht weg. Ich möchte nur mit euch spielen. Eine Kupfermanschette. Was brauche ich, eine Kupfermanschette? Alter! Von wo kriege ich die Hits rein? Da oben. Bogenschützen sind echt nervig. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, nein. Buja. Der ist auch tot. Dann habe ich es endlich. Ganz alleine habe ich das gepackt. Wo ist Eradan? Eradan. Eradan. Eradan und Andriel sind unauffindbar. Das hier ist nicht so schön, wenn die KIs irgendwo rumbacken, wo sie nicht mehr rauskommen. Das ist nicht sehr schön. Vor allem, da man dann fast keine Chance hat, irgendwie zu gewinnen. Außer ich natürlich, ich pack das. Supi, wo ist Eradan? Ich würde ihn ja gerne wiederbeleben, wenn ich ihn finden würde. Da ist Eradan, was machst du hier so weit außen? Achso, ich bin ja Level aufgestiegen. Jetzt mal hier Ausdauer, ein bisschen was reindrücken. Und dann die Stärke.
So. Nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Die Reichweite.